Es ist schon ungefähr 30 Jahre her, da begab ich mich für eine Reportage auf eine Reise quer durch Russland. Es ist schon ungefähr 30 Jahre her, da begab ich mich für eine Reportage auf eine Reise quer durch Russland. Auf der Suche nach der russischen Seele, der Duscha Russkaja. Der Weg führte mich unter anderem in die russische Stadt Nischni Nowgorod, die zu Sowjetzeiten Gorki hieß und erst kürzlich wieder den alten Namen angenommen hatte. Ich handelte mir, es war ein Jahreswechsel und bitterkalt, eine feste Lungenentzündung ein, die ich mit Hilfe von ganz viel Tee, Fürsorge der jeweiligen Dijournayas und reichlich russischen Antibiotika hinter mich brachte. Und mitgebracht habe ich aus Nischni zwei Dinge. Eine Reihe von wunderschönen, aber unglaublich deprimierenden Schwarz-Weiß-Fotos zum postsowjetischen Verfall in einer schönen alten russischen Stadt. Und ein Interview mit einem jüdischen Philosophieprofessor an der lokalen Uni zu eben diesem Thema, nämlich russische Seele, das in dem Satz gipfelte: Wir haben euren Faschismus besiegt, um den Preis, dass wir unseren am Leben gelassen haben. Das ist eine Aussage, die ich in letzter Zeit vermehrt auch an anderen Stellen gehört habe. Und angesichts der jüngsten Ereignisse in der Ukraine möchte ich mich hier ein wenig mit dem Begriff russischer Faschismus auseinandersetzen, vor allem auch mit seinen historischen Wurzeln. Wikipedia definiert Faschismus als eine politische Bewegung, die von extremem Nationalismus geprägt ist, gepaart mit Führerprinzip, Missachtung bzw. Ablehnung bestehender institutioneller Normen, Verachtung der Demokratie, einer sogenannten dazu passenden Spektakelpolitik oder der berühmten Ankündigungspolitik, sowie der Reduktion des Individuums zugunsten des Primats der Masse. Faschismus ist ja per se ein eher inhaltsleerer Begriff. Fascio ist italienisch und heißt Bündel oder Rute. Die Fasces waren die Rutenbündel, die im alten Rom den Lektoren, also der Regierung, vorangetragen wurden als Zeichen ihrer Macht. Faschisti sind somit Bündler, Vereinte, Zusammengeschlossene. Und verblüfft, die ersten Faschisti waren in Italien um 1890 linke Arbeiterbünde in Sizilien. Und erst 1919 gründete Benito Mussolini seine Fascisti di Combattimento, seine Kampfbünde. Und von dort nannte sich dann die ganze Bewegung Faschisten und hat es an die anderen rechten Bewegungen innerhalb Europas des 20. Jahrhunderts weitergegeben als Bezeichnung. Einigen uns für diesen Vortrag darauf, Faschismus zu definieren als Ultranationalismus, gepaart mit Führerprinzip, Ablehnung demokratischer Prinzipien sowie das Primat der Gruppe über das Individuum. Ich habe bei dieser Definition bewusst nicht auch noch antikommunistisch hinzugefügt, weil das nur auf die faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts zuträfe und selbst da sind die Grenzen verschwommen. Marx war sicher kein Faschist, Lenin höchstwahrscheinlich nicht, Stalin wahrscheinlich ganz, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher einer. Aber da kommen wir später nochmal zurück. Jetzt machen wir erst einmal einen ganz kurzen historischen Exkurs. Weil das mit die Geschichte und so. Also, erstens ist es wie überall kompliziert. Und zweitens haben wir das in der Schule ja nicht gelernt. Und daher hat kaum wer Ahnung davon. Wäre aber wichtig, oder praktisch, denn es erklärt sehr viel von dem, was da gerade in der Ukraine abgeht. Also gut. Die Wikinger. Tatsächlich, die Wikinger, die waren, also waren ebenso unternehmungslustig wie reisefreudig und dafür sind sie ja bekannt. Und sie sind nicht nur in den Westen gezogen, wo ja Erik der Rote bis nach Neufundland kam, sondern auch nach Osten, sozusagen auf die andere Seite hin. Dort fuhren sie auf Flüssen wie der Dniester und dem Dnieper mit ihren Drachenschiffen von Skandinavien nach Südosten bis an das Schwarze Meer und begründeten damit eine Reihe von Städten als Handelsniederlassungen respektive trieben mit den Städten, die sie schon vorfahren, Handel. Man nennt diese Wikinger auch Waräger, angeblich sind sie für die unpackbar blauen Augen, so wie das leuchtende Strohblond der Ukrainerinnen verantwortlich oder so ähnlich, so die Fakten. Der Mythos erzählt von einem Stamm der Wikinger, der sich Rus nannte. Von denen gibt es aber keine geschichtlichen Bezeugungen, also nirgendwo Erwähnungen in einem Dokument oder auf eine Aufschrift, auf einer
Marmortafel oder sonst eine Inschrift irgendwo. Die werden nur erwähnt in Mythen und in Geschichten. Also gibt es sie erstmal offiziell nicht. Das ändert aber nichts daran, dass ab dem 10. Jahrhundert die Varega oder wer auch immer als Kiewer Rus aufgetreten sind. Und zwar die Slawen, als Großreich der Slawen, so in etwa dort, wo die heutige Ukraine ist. Wir wollen das jetzt im Detail nicht diskutieren. Aber um Kiew herum bildet sich der erste slawische Staat. Mythos des russischen Slawentums oder des Slawentums überhaupt, des Orthodoxie, erzählt von den 10 weisen Männern, die in einem goldenen Boot den Dnieper herunterkommen und in der Stadt Kiew oder Kiew an Land gehen, um dort auf den 7 Hügeln der Stadt das neue, also das orthodoxe und rechtgläubige Rom zu gründen, es wieder zu errichten. Die Geschichte wieder weiß, dass der varegische Großfürst Wladimir I. aus dem Stamme des Sviatoslawitsch um 899 in Kiew zum byzantinisch-orthodoxen Christentum konvertierte, weshalb ihn die Russen den Heiligen nennen und in Kiew die Wiege ihrer Nation sehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Geschichten oder die Geschichte von Kiew und Moskau ist eng miteinander verbunden seither und lässt sich nicht voneinander trennen. Und sehr viele Argumente, die auch von russischer Seite vorgebracht werden, sind historisch begründbar. Er kommt nur zum falschen Entschluss oder er ist im falschen Jahrhundert für seinen Entschluss. Aber da kommen wir nochmal hin. 1240 fiel Kiew, die Goldene Pforte, als letzte große Stadt im Zuge der mongolischen Invasion der Rus und wurde völlig niedergebrannt. Das ist das Ende der Kiewer Rus. Da geht die erste Orthodoxie unter. Erst 300 Jahre später, Robert Iwan IV., Großfürst von Moskau, die tatarischen Khanate Chasan und Astrachan und legte damit den Grundstein zum modernen russischen Großreich. Die Geschichte dankte es ihm, indem sie ihn den Schrecklichen nannte, wobei die Übersetzung fehlerhaft ist, denn die Russen nennen ihn Grozny, das der Drohende, der Strenge, der zu Respektierende bedeutet. Wahrscheinlich ist das schrecklich ein früher Beherrschbild der katholischen europäischen Fürstenhöfe gegenüber dem neuen Mitspieler, der noch dazu die falsche Religion hatte. However. Jedenfalls versteht die russische Geschichtsschreibung Moskau seither als legitime Nachfolgerin der Kiewer Rus. Und konsequenterweise nannten sich die Zaren seit Iwan Herrscher aller Russen und meinten damit immer auch Kiew und Minsk, also die Ukraine und Weißrussland. Da gibt es auch noch den Kirchenmythos dazu. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass es so passiert hat, aber der Mythos sagt, dass der letzte Metropolit von Kiew, also der Oberste der orthodoxen Kirche, zu Fuß von Kiew nach Moskau geflohen ist und in Moskau das Patriarchat neu errichtet hat. Also, ich glaube nicht, dass das stimmt, aber es ist auch ein schöner Mythos und der passt tadellos in das Gesamtbild. Kiew selber versinkt nach dem Tatarensturm in die Mittelmäßigkeit und wird erst eine Provinzstadt der litauischen Großfürsten und später eine ebensolche im Königreich Polen. Die Polen waren katholisch, die lokalen Rutenen und Rusinen orthodox, das klingt nach Ärger und so war es dann auch. Wobei die antipolnischen Bewegungen nicht von Unabhängigkeit redeten, sondern von der Vereinigung mit dem russischen Mutterland. Und das gelingt ihnen auch. Unter dem Hetman, also das ist ein Anführer der Kosaken, Bohdan Chmelnytskyj, ein inzwischen Nationalhero der Ukrainer. Chmelnytskyj besiegt in mehreren Schlachten diverse polnische Heere, meuchelt bei der Gelegenheit ein Fünftel aller anwesenden Juden der damaligen ukrainischen, um schließlich 1654 den Zusammenschluss des neuen Kosakenstaates mit dem russischen Zarenreich zu feiern. Seither ist Kiew wieder russisch. Oder seither ist Kiew russisch. Denn Chmelnytskyj verstand sich als Russe. Von ukrainischem Nationalismus war da weit und breit noch nichts zu sehen und zu hören. Wir werden später darauf kommen, es wird immer darauf zurückkommen, wo der herkam. Der kam aus der Westukraine, aus dem österreichischen Teil. Aber jetzt schauen wir mal, was die Russen, wie das so abläuft. Und da gehen wir zu einem Finnen namens Martti mit Doppel-T, Kari. Der ist ein Oberster Geheimdienst, Oberst des Geheimdienstes der finnischen Streitkräfte, der ist jetzt in Pension und lehrt heute an der Universität von Helsinki.
Er hat nach seinen eigenen Angaben sich sein ganzes Leben lang mit Russland und der russischen Sicht der Welt auseinandergesetzt. Und in einer Vorlesung auf YouTube erklärt er im Detail, warum die russische Welt sich zu grundlegend anders ist als unsere. Für Martti Kari sind vor allem die 300 Jahre tatarische Herrschaft zwischen dem Fall von Kiew und dem Aufkommen der Moskowiter unter Iwan Grozny ein Schlüssel. Ich kann leider kein Wort Finnisch, also die Untertitel übersetzen es mit A completely lawless period, also eine völlig gesetzlose Zeit. Completely lawless heißt ja auch gleichzeitig, der Stärkere gewinnt. Und dieses Prinzip habe sich, so der finnische Oberst Kari, im Denken und Handeln Russlands festgeschrieben. Man kann es auch in einer historischen Dimension erklären. Die Aufklärung, also unsere Aufklärung, die Locke, Hobbes, Hume von Erasmus und Descartes und Montesquieu und wie sie alle heißen, all die Denker, aus deren Gedanken die Grundlagen unserer modernen Staatsideologie und Staatsauffassung hervorgegangen sind, die kommen in der russischen Geschichte nicht vor. Weder im Original noch in einer Übersetzung, noch in einem lokalen Äquivalent oder irgendetwas. Die europäische Aufklärung hat in Russland nie stattgefunden. Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein sind die überwiegende Mehrheit der russischen Bevölkerung Leibeigene, also de facto Sklaven, mit einer dünnen Oberschicht der Adligen. Aus dieser dünnen adligen Oberschicht rekrutieren sich auch alle Intellektuelle und Künstler, auch Dostojewski und ähnliche, sind alles Adlige, teilweise Hochadlige oder fast alles Adlige. Als Leibeigener schreibst du keine Bücher, so ist das, so schaut das aus. Und auch die Industrialisierung hat nicht stattgefunden, da gab es nichts dazu. Aber um es krass zu formulieren, die Industrialisierung erfolgte in Wirklichkeit erst nach der Oktoberrevolution. Geprägt im berühmten Satz von Lenin auf dem 8., man beachte, gesamtrussischen Sowjetkongress am 22. Dezember 1920. Und das lautet: Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Die Zaren hin wiederum verstanden sich als gottgesandt, waren also rein feudale Herrscher. Das ist nach dem sogenannten Gottesgnadentum, das dem auch die Habsburger bis zum Franz Josef nachgehangen sind. Und daher verstanden sie sich als unfehlbar. Denn in dem Augenblick, wenn der Zar gekrönt wird, bekommt er von Gott die Gnade und die Erleuchtung, das Richtige zu tun. Und wenn er einen Fehler macht, dann ist es niemals des Zaren Schuld, sondern immer eines seiner Untergebenen, der Bojaren, der Hofadel, der das Gros der Verwaltung stellt. Gott ist selbstverständlich Russe. Denn die orthodoxe Kirche ist eine Staatskirche und untrennbar mit der Macht verbunden. Dabei ist sie zutiefst konservativ, machtdevot und staatsgläubig. Das sieht man jetzt wieder auch während des Ukraine-Kriegs, unvorstellbar, dass eine katholische Kirche heute noch, also der Papst hat sich ja zur Ukraine deutlich anders geäußert, nicht nur alles segnet, sondern in Predigten von der Kanzel sagt, ja, das ist gut, ja, das ist richtig, ja, wir unterstützen, was da passiert, ja, werden ein paar Leute umgebracht, aber tut uns leid, zur Gloria Russland ist das notwendig. Da kommen wir nämlich ganz kurz jetzt hin. Autorität wird von Gott verliehen und sie in Frage zu stellen, ist eine Sünde. Da machen wir jetzt einen kurzen Exkurs zur Religion noch. Wie sich das Christentum 1054 in eine West- und eine Ostkirche spaltete, ging es neben Fragen des Ritus und der päpstlichen Machtbefugnisse auch um etwas Grundsätzliches, nämlich darf man sich Gott mit menschlichen Methoden, also vor allem denen der Vernunft, nähern? Oder ist Gott ein Mysterium, dem man sich unangefochten unterwerfen muss? Nicht soll, muss. Die westliche Welt entwickelte konsequenterweise die Jesuiten und Max Weber, oder Habermas, wenn man so will. Die Ostkirchen verharren bis heute in einem tiefen Mystizismus. Diesem Mystizismus zufolge ist rationell Denken im Zweifelsfall sündhaft. Das zieht sich bis heute durch alle Gesellschaftsschichten durch. Die läppischen 70 Jahre sowjetischer Antiklerikalismus haben da wenig bewirkt. Und was den aufklärerischen Anspruch im Sozialismus betrifft, der ging samt Sozialismus schon bei Stalin flöten. Die Sowjetmacht und nach ihr auch Wladimir Putin haben die imperialistischen Ansprüche des Zarentums ebenso übernommen wie den Anspruch der Unfehlbarkeit.
Die Partei hat immer recht. Auch der Panslawismus, eine Idee vor allem aus dem 19. Jahrhundert, aus der Hexenküche des Nationalismus, sieht die Slawen, also alle, Tschechen, Polen, Serben, Slowaken, als ein einziges Volk, vereint im orthodoxen, wortwörtlich rechtgläubig, dem orthodoxen Glauben, und die Russen sind dazu ausersehen, sie zu schützen und zu verteidigen. Und dabei ist, so der finnische Oberst Kari, am Ende jedes Mittel recht. Selbstverständlich auch die rohe Gewalt, der Vertragsbruch, was immer der Gloria Russlands und den Erhalt und Fortführung derselben dient, ist rechtens. Und das predigt dann auch der Pope in der Kirche, damals wie heute. 1917 ist die große Zäsur in der russischen Geschichte, erster Sturm auf das Winterpalais, also den Winterpalast in Peterburg, und die bürgerliche Revolution, gefolgt vom bolschewistischen Putsch und mehreren Jahren Bürgerkrieg. 1920 sind mehr als 2 Millionen Russen ins benachbarte Ausland geflohen. Die meisten von ihnen Adlige der Intellektuelle, die bis dahin größte Flüchtlingsbewegung Europas. Einer von ihnen, Nikolai Sergejewitsch Trubezkoi, auch er ein Prinz geboren, war schon in Moskau ein angesehener Linguist. Daneben schrieb er philosophische Abhandlungen und dann schrieb er 1920, schon im Exil: Es gibt nur einen wahren Gegensatz, die Romano-Germanen und die übrigen Völker der Welt, Europa und die Menschheit. Ja, ich erkläre das gleich. Ich gebe zu, da denkt man sich, gut Gott, wo biegt denn der jetzt ab? Ja, der biegt wirklich schräg ab, aber es ist wichtig. Denn wir kommen gleich hin. 1921 erschien nämlich dazu der erklärende Sammelband Exodus nach Osten in einem russischen Exilverlag im bulgarischen Sofia. Der Band enthielt Aufsätze von Trubezkoi sowie des Theologen Georgi Florowski, des Geographen Piotr Sawicki und des Musikologen Piotr Suwczynski. Die Autoren entwickeln darin ein Konzept, dem sie die Bezeichnung Jewrasistwo gaben. Das lässt sich in etwa mit Eurasismus oder Eurasianismus übersetzen. Diese von russischen Emigranten formulierte geopolitische Idee behauptete, und zwar muss man den Zeitpunkt sehen, wo das passiert ist, also 1920, nach der Revolution und all den, mitten im Bürgerkrieg und all den Grauslichkeiten, die da auch im Bürgerkrieg in Russland 1917 bis 20 passiert sind, oder bis 25 gingen die in Wirklichkeit und länger teilweise auch noch. Da, und in dem tiefen Mystizismus und beim Antiklerikalismus der Kummeln oder der herrschenden Sowjets entstand diese Idee als eine konservative Idee. Diese Ideologie behauptet, dass ein von Russland dominierter, zwischen Europa und Asien befindlicher Kontinent Eurasien bestehe und in einem fundamentalen Gegensatz zur romano-germanischen geprägten westlichen Welt stehe. Dieser Kontinent Eurasien deckt sich in ungefähr mit dem Territorium des zaristischen Großreiches. Sohin ist Russland eine eurasische Kultur, die im Gegensatz zur westlichen steht. Die westliche Kultur wird nicht per se abgelehnt, aber als für Russland ungeeignet erachtet, da ja das spirituelle Element fehlt. Also die Religion dazu. Ne? Der Bolschewismus wird als abscheulich zurückgewiesen. Die Exzesse im russischen Bürgerkrieg hätten seine geistige Armut, duchovnoje obožestvo, also ziemlich deutlich, gezeigt, aber auch die rettende Kraft der Religion hervortreten lassen. Das Ziel der Eurasier ist die Vereinigung der großen christlichen Kirchen unter Führung der russisch-orthodoxen Kirche. Der Katholizismus habe die Urgedanken des Christentums verfälscht. Auch die Juden seien einzubeziehen, die orthodoxe jüdische Kirche, blieb aber in ihrem Kult eigenständig. Ein Zar soll in christlicher Liebe diesen zu schaffenden Staat der Weisheit regieren, in dem alle Nationalitäten gleichberechtigt seien. Auch die Ukraine habe ihren Platz in diesem Eurasischen Reich zu finden. Der Anspruch ukrainischer Nationalisten, zu Europa zu gehören, sei historisch unbegründet. Wichtigster Nachbar Eurasiens sei China. Die geeignete Wirtschaftsform sei eine weiterentwickelte Planwirtschaft.
Ich hätte jetzt gern noch einmal ein kurzes Extempore über Mystizismus in der russischen Kultur gemacht. Das ist uns ein bisschen fremd. Mit der Mystik haben wir es ja nicht mehr so. Aber Mystik ist ein untrennbarer Bestandteil des russischen Wesens. Deshalb konnten sich auch die feudalen Strukturen so gut erhalten. Schließlich waren sie ja Gott gegeben. Und Gott zweifelt man nicht an. Vielleicht sollte er eins noch erwähnen, dass es schon in der griechischen Philosophie die Diskussion um den gerechten Tyrannenmord gab. Im römischen Recht ist dieses Recht auf Widerstand gegen eine ungerechte Staatsgewalt festgeschrieben. In der Aufklärung kann eins das bei Montesquieu in den persischen Briefen nachlesen. Auch die Theologen der Reformation, von Calvin bis Zwingli, predigen das. Luther in seiner 1525 während der Bauernaufstände formulierten Freiheit eines Christenmenschen und explizit angeführt wird dies auch beim ausgeführt, verzeihen, wird dies beim englischen Philosophen John Locke. Das Volk soll Richter sein, ist ein Quintessenz seines Wesens. Auf Locke beruht sich oder bezieht sich die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung explizit bei der Lossagung, Entschuldigung, bei der Lossagung vom britischen Kolonialreich. Und all das, dieses Widerstand, das ist all der russischen Philosophie fremd, um nicht zu sagen wesensfremd. Es gibt schon Philosophen der Aufklärung, die auch in Russland bekannt und beliebt sind, allen voran Kant. Den lieben sie sehr. Vielleicht, weil er das Recht auf Widerstand ablehnt. Keine Ahnung. Egal. Steht das Recht auf Widerstand in der Verfassung? Für einen gläubigen orthodoxen Russen ist das hart und der Gotteslästerung. Zurück zu den Arasisten. In diesem Kontext ist der Arasismus ein Gegenmodell zur bolschewistischen Revolution. Konsequenterweise planten Anhänger der Bewegung, eine Partei im Untergrund zu bilden. Diese sollte mit dem Ziel, die Bolschewiki zu stürzen, staatliche Strukturen in der Sowjetunion unterwandern. Die wurde ihrerseits vom sowjetischen Geheimdienst, damals noch der GPU, infiltriert. Dann spaltete sie sich noch 1929. Dann spaltete sie sich noch einen linken und einen rechten Flügel. Der linke Flügel geht in die Sowjetunion zurück. Der rechte Flügel wird vom KGB im Ausland ermordet. Die Vertreter des linken Flügels gehen in den stalinistischen Säuberungen wegen ihrer angeblichen Mitgliedschaft in einer weißgardistischen Organisation dann erschossen. Svetopolsk-Mirski kommt im Gulag um. Also, es wird eine Gulag-Theorie wieder. In den 50er Jahren sitzt der Geograf und Turkologe Lew Gumiljow im Gulag und entdeckt diese Theorie oder entwickelt sie sogar weiter. Entgegen der eurozentristischen Lehrmeinung vom tatarisch-mongolischen Joch während der Mongolenherrschaft vertrat Gumiljow die Sicht einer kulturell fruchtbaren Symbiose der mongolischen Nomaden mit dem ostslawischen Bauerntum, dem Waldbauern, wie er sie nennt. Damit entfernt es sich ein bisschen von den klassischen Eurasiern. Aber seine Idee von der Wiederherstellung eines Bündnisses zwischen Slawen und Steppenvölkern fand nach der Perestroika und der Auflösung der UdSSR durchaus Verbreitung. Warum erzähle ich das alles hier? Das sind doch alles Fringe. Nein, es sind keine Fringe-Bewegungen mehr. Das ist der Punkt. Die Eurasier sind heute keine Fringe-Bewegung mehr, sondern sie sitzen im Zentrum der Macht. Und zwar mit dieser Person, mit Alexander, so heißt er, Alexander Dugin. Denn Alexander Dugin ist Mitglied des innersten Zirkels um Wladimir Putin und sein spiritueller Beichtvater. Seit den frühen 90ern vertritt eine Art Neo- oder Neu-Eurasianismus. Im Gegensatz zur zentralen These des klassischen Eurasismus sieht er einen, die sagt, dass es einen dritten Kontinent Eurasien zwischen Europa und Asien gibt. Dugin versteht als Europa und Asien, er nennt es auch Eurasien, aber er spricht von Europa und Asien. In Anlehnung an Dürers Idee von einer Pax Eurasiatica, das ist auch ein rechter Denker, der Herr Trier,
plädiert Dugin für ein eurasisches Imperium von Dublin bis Vladivostok unter der Führung Russland, weil, so Dugin, die wahren geopolitisch recht gerechtfertigten Grenzen Russlands bei Kadiv und Dublin liegen, Dublin, Verzeihung, und Europa dazu bestimmt ist, der Sowjetunion beizutreten. Klassische Eurasier und auch Neo-Eurasier wie Dugin haben die bipolare Weltsicht gemeinsam, dass Eurasien einem Hauptfeind gegenübersteht oder stünde. Der Unterschied ist, dass klassische Eurasier das romano-germanische Europa als Gegner ansahen, wohingegen Neuro-Eurasier sich einen Kampf vorstellen zwischen hierarchisch organisierten eurasischen Landmächten unter der Führung Russlands und den liberalen atlantischen Seemächten unter der Führung der Vereinigten Staaten. Europa wird laut Dugin von den Amerikanern okkupiert und Russland müsse die Rolle des Befreiers annehmen. Und der Erfolg Eurasiens hänge von der Wiedergeburt des imperienbildenden russischen Volkes an. In Dugins apokalyptischer Weltsicht steuere diese jahrhundertealte Gegnerschaft zwischen Land- und Seemächten auf einen Endkampf zu. Wieso müssen Sie da dauernd an Ragnarök denken? Wobei ich dazu sagen muss, in sehr vielen indogermanischen Kulturen gibt es Vorstellungen von einer Götterdämmerung in dieser Form und ist immer mit einer Art Wiedergeburt verbunden. Aber war das Seminar, dieses hier nicht. Dugin beruft sich dabei, und das ist das Ausschlaggebende auch, nicht nur auf traditionelle eurasistische Bewegung, sondern auch auf Vertreter der westeuropäischen neuen Rechten, eben wie Jean-François Thiriard und auch den bekannten Alain de Benoist, aber auch die Traditionalisten René Guénon, Verzeihung, und Julius Evola, Vertreter der konservativen Revolution wie Carl Schmitt und Geopolitiker wie Karl Haushofer. Ich sage jetzt einmal ganz vorsichtig, da wäre dann noch die legale Frage, legitime Frage zu stellen, wieso hat sich die Ukraine, die ja offenbar historisch lange bis zur Revolution denselben oder bis nach der Revolution denselben Weg geht als Russland, so anders entwickelt? Und da versuche ich jetzt eine kurze Interpretation zu liefern, die mag geschichtlich nicht stimmen, man möge mich korrigieren. Der ukrainische Nationalismus ist auch nicht in Kiew geboren worden. Der ukrainische Nationalismus ist in Lemberg geboren oder Lviv. Ich sage Lemberg, weil es ist der alte jüdische Name der Stadt seit 500 Jahren. Und das österreichische Lemberg, das war sehr wohl ein Hotbed von Nationalismus zur Zeit, als innerhalb der K&K-Monarchie der Nationalismus generell wuchs, der tschechische, der polnische und eben auch der ruthenische. Denn die Westukrainer oder das galizische Österreich oder das österreichische Galizien, da könnte ich das auch so, oder der Teil Galiziens, der heute in der Ukraine liegt, das waren Ruthenen. Das war eine anerkannte Sprache innerhalb der Monarchie. Gibt ruthenische Lehrbücher. Eine der 16 Nationen waren eben die Ruthenen und nicht, also die Ukrainer waren ja Russen. Die waren Weißrussen, Rotrussen und Schwarzrussen. Aber die Ruthenen nicht. Die Ruthenen waren ein eigenes Volk und als Stalin oder respektive Lenin, nein, Stalin dann nach dem Zweiten Weltkrieg Lemberg wieder in die Sowjetunion integrierte, und sie der Ukraine zuschlug, als der ukrainischen SSR, da begann dann langsam der Nationalismus rüber zu sickern. Und dazu kommt noch eine starke exilukrainische Bewegung, vor allem in den USA. Und irgendwie hat diese nationale Bewegung der Ukraine es geschafft, beim Zerfall der Sowjetunion die richtigen Knöpfe zu drücken und die richtigen Seile zu ziehen. Ich habe immer behauptet, dass die Unabhängigkeit der Ukraine den Russen passiert ist. Und wenn Putin vom größten Irrtum der Weltgeschichte spricht,
Das tut er nämlich, wenn er vom Zerfall der Sowjetunion spricht. Dann meint er sicher auch den Verlust der Ukraine, denn so sieht er das. Ich will das nicht rechtfertigen. Das ist auch nicht zu rechtfertigen. Putin ist ein lupenreiner Faschist. Da wäre noch die Frage, wie weit Nationalismus und Faschismus wesensgleich sind. Ich behaupte, es ist nicht voneinander zu trennen. Das wird zwar die Briten nicht freuen, aber es ist ihr Pech. Ich versuche nur zu erklären, wieso er so dazukommt und wieso er zumindest einen Teil der russischen Bevölkerung noch hinter sich hat. Also im Zusammenhang mit einer absoluten Zensur und einer absoluten Kontrolle der Medien und damit der Medienbotschaften hat er versucht, dieses Narrativ durchzubringen. Es wird sich wahrscheinlich eh nicht halten lassen. Ich will auch nicht so wie, weiß nicht, altlinke 68er noch immer in Moskau oder in der Sowjetunion oder in Russland das Gegenstück zur USA und zum Imperialismus der USA sehen. Das will ich auch nicht. Ich versuche nur, historisch zu erklären, als Journalist, der ich ja bin, wieso es dazu gekommen ist, dass sich jetzt wirkliche Brüder, slawische Brüder, die in Wirklichkeit seit über 1000 Jahren miteinander ausgekommen sind, jetzt hier plötzlich auf Tod und Leben gegenüberstehen und warum plötzlich dieses entsetzliche Morden stattfindet. Ich denke mir, da kann sich dann jeder seine Schlüsse daraus ziehen. Ich bin der Ansicht, dass einst Russland Putins als faschistischen Staat bezeichnen kann und auch soll. Und der Unterschied ist schon der, es ist nicht Russland so, weil Putin so ist, da würde ja der Hund, der Schwanz mit dem Hund wählen. Sondern Putin ist so und ist dort, wo er ist, weil Russland so ist, wie es ist und seine Geschichte so ist. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das Q&A, das kommt. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber André. Herzlichen Dank, lieber André. Dein Talk schien vor 2 Monaten noch völlig unvorstellbar. Seit 2 Monaten herrscht Krieg in Europa. Du hast selbst über 3 Jahre in der Sowjetunion und später in der Russischen Föderation gelebt. Du bist politischer Journalist, bist liebevoller Alt-68er, konstruktiver Querulant und konsequenter Datenschützer. Was den Aggressor dazu antreibt, seinen geografischen Nachbarn zu überfallen, hast du uns in einem Panorama historischer Entwicklungen aufzeigen können. Dazu haben wir Fragen ins Q&A-Pad, ins Question-and-Answer-Pad bekommen. Eine der ersten Fragen, die uns erreicht hat, ist: Gibt es heute eine metaphysische Auseinandersetzung zwischen der ursprünglichen ukrainischen Orthodoxie und der Staatsreligion im russischen Moskauer Exil? Hörst du mich? Hört man mich? Bin ich da jetzt drauf? Ja, okay, danke. Jein. Die Orthodoxie als Kirche hat sich in der Ukraine gedrittelt. Es kommt dazu, dass in Lemberg sitzen auch Orthodoxe, die Rutenen waren auch Orthodoxe, die sind aber nicht dem Patriarchat von Moskau unterstellt. In der orthodoxen Kirche kann man sich aussuchen, wem man sich unterstellen will. Die sind ja alle autochthon und selbsttragend. Und man kann auch selbst autokephales werden, also dann ist man selbst ein Metropolit. Das war die Ukraine aber nie, sie war immer mit den Moskauern mit. Daher gibt es heute. Sekunde. Das ist live. Ja, das ist live, Adolf, ich kann nicht. Entschuldigung. Es gibt heute sowohl eine der Moskau noch höher getreuen Orthodoxie als auch eine eigene
ukrainische Gründung. Was es aber seit Maria Theresia gibt, ist die ruthenisch-orthodoxe Kirche. Diese hat sich dem Papst angeschlossen, um dezidiert nicht bei den Russen dabei zu sein, und baut sich auch keine Kirchen mit Zwiebeltürmchen, sondern barocke Kirchen. Ist aber eine ganz normale orthodoxe Kirche mit orthodoxem Ritus und heirateten Priestern, heißt offiziell ukrainisch unierte Kirche. Bei uns sind das die sogenannten griechisch-orthodoxen, weil das Orthodoxe haben die irgendwelche dummen Beamten der Maria Theresia, die haben gesehen, die schreiben so, das schaut aus wie griechisch, und orthodoxe sind die griechisch-orthodoxen. Da ist keine Konkurrenz. Der große Streit, und da geht es auch um sehr viel Besitz, materiellen Besitz, ist zwischen der neu gegründeten ukrainisch orthodoxen Kirche, die sich ja als eigenständige Kirche irgendwann in der Gesamtkonferenz der orthodoxen Kirche, ich kann die spezifischen Ausdrücke nicht, bitte, metaphysisch wird da nicht viel diskutiert, da geht es hauptsächlich um Besitz. Griechisch-katholisch schreibt mir übrigens gerade meine Fräulein-Tochter, dass das studiert hat und nicht griechisch-orthodox, heißen die ukrainisch Unierten bei uns in Österreich. Katholikos, die Rechtgläubigen, eben nur sozusagen aus der ukrainischen Sichtweise, ne? Na, aus der orthodoxen Sicht, orthodox sind die Rechtgläubigen. Ja? Die Orthodoxen verstehen sich als die wahren Hüter des Christentums. Wir Christen im Westen, wir Katholen, haben das längst verwässert, verschistelt, verbohrt, versockt, versaut, und vor allem dem Mystizismus abgeschworen. Danke dir dafür. Eine weitere Einlassung hat uns erreicht. Vielen Dank für den Einblick in die russische Geschichte. Kann man da von Selbstverständnis sprechen? Und ich ergänze mal, aus dem die ja aktuelle Entwicklung so abgeleitet wird? Das war und ist meine Absicht, ja. Ich habe ja insgesamt über 3 Jahre sowohl in Russland als auch ein bisschen in der Ukraine gelebt, und auch im Ostblock. Ich wandere da jetzt seit 40 Jahren in den Ostblock und seit über 25 Jahren oder fast 30 Jahre zuerst durch die Sowjetunion und dann nach Russland. Und ja, die verstehen, sagen wir mal so, der Knackpunkt war wirklich der Putin. Die Ukraine ist ja mehrheitlich russischsprachig. Wie ich in den späten 80ern nach Kiew gefahren bin, hat kein Mensch dort ukrainisch geredet, sondern haben alle russisch geredet. Nur in Lemberg hat man schon immer ruthenisch, also ukrainisch, geredet. Und erst das für die Ukrainer, die russischen Ukrainer die haben keinen Unterschied gesehen zwischen ukrainisch und russisch. Ja, ist dasselbe. Und erst mit diesem entsetzlichen Krieg, mit diesem blöden Krieg, hat Putin es tatsächlich geschafft, die russisch sprechenden Ukrainer zu Ukrainern zu machen. Und ja, das Selbstverständnis, da ist ein Paradigmenwechsel entstanden. Durch diese Also Form der Ausgrenzung sozusagen, ne? Oder durch die Definition des nicht direkt Russischen. Ne? durch den wilden Machtanspruch, dass das Russische über alles supersiert, dass das Lokal die anderen Länder kommen, wir hauen euch die Goschen ein und schlagen euch nieder und prügeln euch tot und vergewaltigen eure Frauen und Kinder. Und wie gesagt, es gilt ja dieses berühmte Bonmot. Putin hat mit einem Schlag am 24. Februar dieses Jahres geschafft, was er verhindern wollte, nämlich die tatsächliche Gründung einer ukrainischen Nation. Das wird man alles erst wahrscheinlich in ein paar Jahren, wird man das feststellen können. Aber ich denke mir, dass die ukrainische Nation, die hauptsächlich, übrigens, ich habe einen Fehler gesagt, die Exil-Ukraine ist stärker noch in Kanada als in den USA. Und ich kenne dort sehr viele, eher durch Zufall. Und ich dachte immer, der ukrainische Nationalismus ist so ein Exil-Dingens und in der Ukraine nicht so angesehen. Das hat er mit einem Schlag geschafft. Du wirst heute in der Ukraine niemanden finden, der, auch wenn er russisch ist, auch wenn er russischstämmig ist, auch wenn er russisch spricht, der sagt, er fühlt sich als Russe und nicht als Ukrainer.
Das hat er wirklich an einem Tag geschafft, ja. Du, genau daran anschließend die nächste Frage. Und was tut man nun mit Menschen, die sich auf solche historischen Rechtfertigungen ernsthaft berufen? Wie argumentiert man da? Gar nicht. Wirklich. Das ist etwas, was wir Westler, wir ja aufgeklärte Westler sind und sagen, ist die Vernunft reguliert alles und lässt sich über alles reden. Damit bin ich schon im arabischen Raum gescheitert, wo ich versucht habe, mit Leuten von, ich meine, von der BFLB, wenn ich das so noch was sagt, zu reden. Und wir wollen doch vernünftig miteinander reden können. Und die sagen dir cool, nein, wir wollen nicht. Wir haben unsere Sicht der Welt und wenn du nicht unsere Sicht der Welt hast, bumm, Thema erledigt. Nächster Punkt. Genau, auch da wieder wunderbar anschließend. Wenn die Zaren sich als von Gott gesandt betrachten, sieht sich Putin in dieser Reihe. Und wie tief ist diese Erzählung denn wirklich in die Köpfe einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu verwurzeln? Ist das überhaupt möglich? Offenbar ja, aber. Ja, nicht nur offenbar. Putin, ob Putin gläubig ist, kann ich keine Ahnung. Also niemand von uns kann in Putins Kopf hineinschauen. Er sieht sich sicher als vom Schicksal gesandt. Ja, er sieht sich sicher mit einer historischen Mission. Ja, die passt nahtlos in dieses Narrativ der Macht, das es letztlich seit Iwan Grozny gibt, ja, seit den letzten 500 Jahren. Und ich weiß es nicht, um es ehrlich zu sagen. Zusammen mit der absoluten Kontrolle dieses Narrativs in Medien, ich weiß es nicht. Ob das Morden und das ist Bombardieren und das Grausliche, das in der Ukraine passiert, das hat ja die Russen auch nicht gestört. Das ist ja dasselbe, was in Aleppo passiert ist. Aleppo, diese 4000 Jahre alte schöne Stadt, von der heute nichts mehr da ist. Jedes Mal reißt sich, wenn ich daran denke. Oder Grozny, oder ich, keine Ahnung, irgendwo. Der hätte es schon früher aufregen müssen. Ich habe zwar die Russen sehr gern und liebe dieses Land und bin dort irrsinnig gern, habe aber jetzt einen Knick in meiner Perzeption von ihnen, weil wenn sie dieses Narrativ jetzt noch weitertragen, dann es ist ganz tief verwurzelt. Ja, das geht auch im 21. Jahrhundert offenbar. Endkampf, Götterdämmerung, neue russische Rechte, martialische Worte. Und die Frage bleibt, wie kommt Russland, wie kommen wir alle wieder raus aus dieser Nummer? Das, wenn ich wüsste, hätte ich den Nobelpreis. Ne? So mehr wer zuhören würde, wahrscheinlich tut es eh keiner. Ist egal. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages wird man den Herrn Putin in irgendeiner Form entfernen müssen. Ob entweder die Russen machen das selber oder irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Es gibt in Russland keine Volksrevolution in der Geschichte. Es gibt ein paar Revolutionen, zum Beispiel die Dekabristen. Das waren alles Adlige oder also in Wirklichkeit Putsche. Wer macht in Russland einen Putsch? Die Armee sicher nicht. Die Siloviki, maybe. Deshalb rührt er ja dort um. Er rührt auch um wie ein Großer im Moment. An die 20 Leute sind plötzlich verhaftet, verschwunden, Hausarrest, was auch immer. Das ist alles sehr opak und sehr obskur und ich kann es nicht beurteilen. Ich würde mir den Mund verbrennen, wenn ich was sage. Aber man wird ihn wohl entfernen müssen. Es ist ja nicht so, es ist nicht nur, dass ganz Russland so dumpf ist. Ja, es gibt schon Russen, die ja auch heute sagen, das ist alles sehr entsetzlich und sie schämen sich dafür. Aber die sind noch in der Minderheit. Danke dir. Vielleicht auch noch eine kritische Anmerkung und ich möchte gerne nochmal deine Reputation wiederholen. Du bist ein politischer Journalist. Ich habe Ja. dich als liebevollen Alt-68er, als konstruktiven Querulanten und konsequenten Datenschützer vorgestellt. Und wir hatten halt tatsächlich die kritische Anmerkung weiter unten im Q&A-Pad, dass wir beide als alte weiße Männer doch vielleicht eher kritisch zu sehen sind, wenn wir uns sozusagen hier hinsetzen und dem Chaos Community die Welt erklären. Gleichzeitig, du hast in der Sowjetunion gelebt, hast auch dann in der Russischen Föderation um die Wende herum dann dort gelebt und bist sozusagen deswegen auch, na schon, ein intimer Kenner mit einem journalistischen Hintergrund.
Ich habe einen Beruf, der ist Journalist. Das heißt, ich kann wohin fahren und ich kann mir was anschauen, kann sehen, was ich sehe, durch meine Augen und kann das rezipieren. Nicht weniger, nicht mehr. Ich habe keine fixen Lösungen, ich bin kein Consultant, ja, ich bin nicht KPMG, ich komme nicht mit was Fertigen. Vielleicht übersehe ich auch was, durchaus möglich, wahrscheinlich sogar aus feministischer oder sogar aus queer-feministischer Sicht übersehe ich sicher einiges, wobei deren Situation kann nur entsetzlicher sein, noch entsetzlicher, als sie jetzt schon ist für alle anderen, für die Neurotypischen. Sorry. Mehr kann ich nicht. Ich kann bieten, was ich biete, ich kann Denkanstöße liefern, aber zu den Meinungen, zu den Entschlüssen muss dann schon jeder Rezipient selber kommen. Und es hindert ja die Leute nicht, selber zu recherchieren und selber sich zu informieren. Ich war halt dort, geschaut. Und kannst halt auch nicht raus aus deiner Haut. Und ich kann Weiter aus meiner Haut auch nicht raus, richtig. im Text. Hast du eine Empfehlung für den Umgang zur aktuellen Situation? Oder ist keine Kommunikation mehr möglich? Wie kommt Putin ohne Geburtslinie auf diese Legitimation? Weil das kann ich dir nicht so genau sagen. Es hat ja Putsche gegeben. Ja? Also die Geburtslinie war es nicht immer. Gott gibt den Zahn und wie er ihn gibt, ist Gottes Entscheid und das ist nicht anzuzweifeln. Und wenn der Putsch gelingt, dann hat Gott das so gewollt und dann ist das das Richtige. Und in dieser Logik ist Widerspruch ja dann auch relativ schwer. Das ist ja der Punkt. Widerspruch ist Sünde. Nächster Punkt. Wie ist das nun zu beobachtende Zeigen der Sowjetflagge eigentlich einzuordnen? Ist das lediglich Patchwork, Folklore oder gibt es da auch Strömungen, die den obersten Sowjet zurückhaben wollen? Der oberste Sowjet ist nur eine Form der Machtausübung. Ja? Das Antiklerikale und das soi-disant sozialistisch Aufklärerische der Sowjets will man sicher nicht mehr zurück, wobei das Aufklärerische, Sozialistische schon bei Stalin erledigt war. Da geht es um reine Macht. Nein, dass Sowjetzeiten wieder beschworen werden, ist einfach, um die Kontinuität der Macht zu demonstrieren und auf die alte Größe sich zu besinnen. Der Zweite Weltkrieg ist der letzte Krieg, den die Russen wirklich gewonnen haben. Mit einem sehr hohen Blutzoll, 20 Millionen Russen, mehr als jede andere Nation in diesem Zweiten Weltkrieg. Und auf die Glorie der Sowjetunion wird verwiesen, wenn der Sowjet. Ist übrigens ein Gag, ist der Zweite Weltkrieg heißt ja nicht Zweiter Weltkrieg in Russland. Der heißt Großer Vaterländischer Krieg. Und Stalin hat es geschickt geschafft, die Russen hinter sich zu einen, weil die Nazis eben angegriffen haben. Deshalb ist Nazi auch so ein Klebewort, ein Etikett. Das ist völlig sinnentleert. Das hat mit Nationalsozialismus überhaupt nichts mehr zu tun. Wer ein Feind Russlands ist, ist ein Nazi. Punkt. Ja? Und ein Antisemit. Weil sie haben, dass die Russen selber Antisemiten sind und zwar keine kleinen. Wurscht, das wird ignoriert. Ja. Und das ist einfach um die Kontinuität herzuzeigen und um auch zu zeigen, wir wollen dort wieder hin. Die Sowjetunion war ja fast doppelt so groß wie das heutige Russland. Nein, stimmt nicht ganz. Sibirien ist immer noch so. Aber die ganzen Stans und die ganzen Weißrussland und Ukraine, da ist schon sehr viel weggefallen von der großen Sowjetunion bis zur Russischen Föderation. Und es ist im Prinzip ein reiner Imperialismus des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert wäre Putin nur irgendeins von vielen Müsen, ich will das jetzt Wort nicht sagen, wir sind Frauen und Kinder anwesend. Aber heute im 21. ist er irgendwie ein Anachronismus, ein halt gefährlicher, wenn er auf Atomwaffen sitzt. Und wenn 80%, also nach den Umfragen, die man natürlich immer mit Vorsicht betrachten sollte, aber nach diesen Umfragen, wenn 80% der Russinnen und Russen diese, seine Sicht teilen und selbst wenn es anschließend hinterher dann doch wieder nur wenige werden, wird ein Nachfolger nicht genauso agieren? Ich habe keine Ahnung. Meine Glaskugel ist leider gerade in der Reinigung und ich kann daher nichts, keine Ahnung.
Das, ja, wirklich. Ich habe auch, ich will auch bewusst nichts vorzeigen. Ich glaube auch nicht, dass das mit der. Ich weiß es nicht. Ich befürworte am Ende des Tages tatsächlich, dass die Ukrainer die Russen schlagen, weil anders wird das nicht, wie das ausgehen soll, ich weiß es nicht. Wenn irgendeiner mich fragt, ob ich mich fürchte, ja, manchmal fürchte ich mich. Danke dir. Ich schließe mal gerade diese Frage an. Ich weiß nicht, ob die hergehört, aber wird damit quasi eine neue Art von Monarchie eingeführt? Es ging jetzt um diese Nachfolgerfrage. Nein, das ist, die Macht wird von Gott weitergegeben, an wen auch immer. Das mit der Primogenitur und der Folge in der Geburtsfolge ist ja nur im Westen wichtig, weil wir da nicht so verheftet sind am Mystizismus und an Gott gewollt. Aber die Geburt ist noch immer Gott gewollt, weil das können wir ja nicht kontrollieren, wer da geboren wird. Das ist dort nicht so wichtig. Wer die Macht hat, ist von Gott gegeben. Wäre er nicht von Gott gegeben, wäre er nicht an der Macht. Das ist eine Zirkeldefinition. In dieser Logik weitergedacht, über den geografischen Tellerrand hinaus die folgende Frage: Wie rechtfertigt sich eigentlich Xi Jinping als der nächste Kaiser, der das Mandat des Himmels hat? Parallelen zu Putin ist die Frage. Das ist eine völlig andere Baustelle. Also die Chinesen haben noch einmal ein completely different mindset. Im Zuge meines Journalismus war ich erstaunlicherweise in Tiananmen dabei. Ich bin da zufällig vorher hingefahren, bevor es losgebrochen ist. Und als es losging, saß ich mittendrin so, ups, was ist hier los? Und habe mich auch damit, nein, das ist nicht vergleichbar. Es ist an sich, jeder Vergleich hinkt, aber dieser Vergleich ist nicht mal ein Vergleich und der hinkt nicht, der liegt flach am Boden. Okay, das dazu. Während noch Fragen reinlaufen, vielleicht noch der Hinweis, oder nein, nicht der Hinweis. Ich hatte vor einigen Tagen in der Neuen Züricher Zeitung einen Artikel mit der Fragestellung gelesen: Wann ist der russische Mann ein Mann? Und es geht auch über die toxische Männlichkeit, über die Geschlechterrollen im Land, dieser sublime, robophobe Ansatz, das Verschweigen von jeder Homosexualität und so weiter und so fort. Frage an dich, wie würdest du das einordnen? Ist das Teil dieses Selbstverständnisses? Ist das nur Ja. männerdriven? Nein. Schaut an, was ich will jetzt nicht deren Namen nennen, weil die eh noch arme Schweine sind. Aber der eine russische Soldat, der seiner Frau geschrieben hat, die wird vergewaltigt und sie ihm zurückgeschrieben hat, ja, das darfst du auch, aber nimm dabei ein Ding sein, Kondom. ein Kondom. Die trägt das voll mit. Eine Frage erreicht uns gerade noch. War die bisherige deutsch-russische Beziehung ein Antrieb, sich Hoffnungen zu machen auf ein künftiges Eurasisches Reich? Von wem aus? Von den Russen? Ist ein Tipp gerade noch. DE tritt dem russischen Einzugsgebiet bei, vermute ich mal, was kommt noch gleich. Achso, Ja, das ja. hätte gern, das hätte die Frau Wagenknecht hätte das, würde das wahrscheinlich witzig finden, ja, möglicherweise. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Die deutsche Politik gegenüber Russland, diese Appeasement-Politik, hat ganz gut funktioniert. Und hat letztendlich dazu geführt, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Anschließend hätte man sich was anderes überlegen sollen. Aber nachdem sozusagen auf der Basis bis jetzt ist es wunderbar, es ist ja nicht, wie in Österreich sagt immer, gut ist gegangen, nichts ist geschenkt, machen wir so weiter. Die deutsche Ostpolitik war ja sehr erfolgreich. Also Willy Brandts Ostpolitik war ja mit der Wiedervereinigung Deutschlands perfekt. Nur hätte man dann sehen müssen, dass das sich nicht nahtlos fortsetzen lässt. Im Nachhinein ist immer leicht klug sein. Mit vollen Hosen ist leicht stinken. Ich will mich da nicht, ich kann nicht, muss ich da ehrlich dazu sagen. Mit deutscher Innenpolitik und ihren Zwängen, ich habe schon mit der österreichischen genug. Dann danke ich dir sehr herzlich. Die Fragen in dem Question and Answer Pad haben wir abgearbeitet im freudvollen Miteinander. Gestatte mir zum Abschluss vielleicht noch die Frage: Deine Freunde, Bekannte aus der Zeit in der Sowjetunion bzw. aus der Russischen Föderation,
Stehst du mit ihnen in Kontakt noch? Hast du da Impulse auch für diesen Vortrag bekommen? Und wie geht es dir in deiner Gefühlslage, gerade in Erinnerung an diese Zeit in Russland? Ich habe die Russen und die Russinnen kennengelernt als ein warmherziges, subjektives, spontanes, völlig irrationales Volk. Aber sie sind entzückend. Ich finde sie irrsinnig toll. Ich habe sie irrsinnig gern. Ich habe mich dort wirklich wohl gefühlt. Aber die biegen an Stellen ab, wo du dich fragst. Ja, also wo bei uns jeder nach links gehen würde, gehen die Russen plötzlich nach rechts. Also, oder sonst wohin, das war jetzt nur so als Beispiel. Das ist mir schon damals aufgefallen. Damals habe ich das als ein sympathisches Unterscheidungsmerkmal. Die sind viel emotionaler als wir, habe ich mir immer gedacht. Und hab das lieb gefunden, mir hat das gut gefallen. Jetzt, wie ich sehe, wo das ausartet, gefällt es mir deutlich weniger. Die Mehrheit meiner Freunde, also ich habe ja die meisten verloren, das ist ja alles schon 30 Jahre her, die, die ich noch kenne, denken so wie ich und finden das entsetzlich. Das sind aber vielleicht zwei, drei und davon sind die meisten entweder in Westeuropa oder jedenfalls nicht mehr in Russland. Und meine ukrainischen Kontakte sind ganz frisch, die sind nach wie vor. Und ja, ich bin in meinem Herzen entsetzt, dass ich zwei Völker, mit denen ich mich gut verstehe und die ich beide mochte und wo ich keinen Unterschied gesehen habe zwischen den beiden, das ist so wie, ich weiß nicht, Bayern und Friesen, alles sind Deutsche, ne? Und zwischen sichtlich mehr Unterschied als zwischen Ukrainern und Russen. Ich habe doch immer Schwierigkeiten, es emotionell zu verarbeiten, gebe ich zu. Ich bin ein bisschen verstört und schlage noch immer jeden Tag in der Früh sofort meinen Rechner auf, also fahre meinen Rechner hoch und sage, um Gottes Willen, was ist jetzt wieder passiert? Ich halte meine Hände für die Ukraine, dann denke ich mir, ja, du kannst nicht zu kriegsdenkend sein. Also, das ist. Es gibt aber offenbar keine andere Art, als den Putin in die Schranken zu weisen, ihn militärisch zu besiegen. Das wird entsetzlich werden. Es werden Ströme von Blut. Wird es doch werden. Danke dir für diese emotionalen Worte auch zum Schluss. Und persönlich möchte ich die Hoffnung anschließen, dass wenn wir nur an die Menschen denken, die Ressentiments, die natürlich viele Russinnen und Russen gerade jetzt in den westlichen Republiken durchaus erfahren, irgendwann einmal genau so überwinden werden können als Gesellschaft, als mitmenschliche Wesen, wie es damals vielleicht dem einen oder der anderen gegangen war, als die Deutschen noch Nazis waren. In diesem Kontext danke ich dir noch einmal sehr, sehr herzlich für diesen Talk, für die historischen Hintergründe.